willkommen zum nächsten großen Let's Play mit Aventuria, das Kartenspiel im Universum von DSA, das schwarze Auge, von Lukas Zach und Michael Palm. Ja, für 1 bis 4 Spieler. Wir spielen nämlich auch die Ein-Spieler-Variante, wobei man dann 2 Charaktere spielt. Wir spielen die Kampagne. Man kann das Ganze auch im Duell im Prinzip gegen einen anderen Spieler spielen. Ja, wie hier schon draufsteht, es handelt sich um ein Kartenspiel hauptsächlich. Ja, dann wird noch ab und zu gewürfelt für Proben oder ähnliches. Ja, und es ist ab 14 Jahre. Ein Abenteuer dauert ungefähr 90 Minuten. Und ja, wir haben verschiedene Charaktere, die wir gleich wählen können. Und es ist vom Ulysses Spiele, vom Heidelberger Spieleverlag. Genau, und bevor ich jetzt hier groß quatsche, ich muss mich nochmal eben ein bisschen einlesen. So oft habe ich es selber auch noch nicht gespielt. Es ist auf jeden Fall in verschiedene Abenteuer gegliedert, die nochmal in einzelne Sequenzen gegliedert sind. Wir spielen die Grundabenteuer durch. Ich gucke nochmal eben, wie viele es waren. Das erste Abenteuer, das steht alles hier in diesem Szenariobuch, ist Silvanas Befreiung. Das gliedert sich in Silvanas Befreiung spielen wir heute. Das ist nämlich nur ein Akt, so ein bisschen um reinzukommen in das Spiel. Genau, und dann gibt es noch das Abenteuer, das Erbe von Wildenstein. Das ist schon in 3 Akte gegliedert, die ich dann eben auch in 3 verschiedenen Videos, ja, spiele. Dann hätte ich noch, der Uwe hat mir sowas Tolles geschrieben. Es gibt noch ein kleines Abenteuer für Leute, die nicht spielen. Das kann man sich als PDF runterladen. Also so heißt das Abenteuer, Leute, die nicht spielen. Mal schauen, ob ich das vielleicht noch dranhänge. Oder die einzige Erweiterung, die ich bisher dafür habe, der Wald ohne Wiederkehr. Da haben wir hier dann auch noch ein extra Buch. Ja, mit minimalen Zusatzregeln, und dann gibt es eben das extra Abenteuer Wald ohne Wiederkehr und ein Kurzabenteuer Kopfgeld sowie Selimer Wahn. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach erstmal mit den Grundabenteuern an, schau mal, wie das so läuft, wie es bei euch ankommt, und falls ihr da noch weitere Abenteuer sehen wollt, dann schreibt ihr mir einfach in die Kommentare. Genau, und jetzt zeige ich euch kurz das Material, ich will aber nicht allzu viel dazu erklären, denn das kommt, glaube ich, am besten während des Spiels. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ja, das sind hier die Lebensskalen der Helden, die wir wählen können. Die gehen bis Leben 40. Und zu Beginn wählen wir den dann eben Charaktere aus. Ich stelle das mal eben noch alles hier auf 40, damit es auch den Anfangszustand hat. So. Genau, wir hätten hier, der war, glaube ich, aus der Erweiterung, Hilbert von Auen. Das ist ein Piraine-Geweihter. Ja, der, Moment, da nehme ich noch die andere Karte, ist ziemlich gut in Handwerk, Überzeugen und Wildnisleben und so weiter. Ja, und kann diese Art von Ausrüstung tragen, gehe ich jetzt noch nicht näher drauf ein. Hilbert von Auen nehme ich auf jeden Fall nicht. Den schließe ich schon mal aus, den wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Dann haben wir, wie in ungefähr jedem Abenteuer, einmal einen Zwerg. Ja, und das ist Arbosch, Sohn des Angrax. Das ist ein Zwergenschmied. Und ja, der ist auch besonders gut im Handwerk, ist sehr logisch. Willenskraft ist ganz gut bei ihm, Körperbeherrschung und so weiter. Ne, also kann halt auch schwere Waffen tragen. Ja, ist halt ein starker Zwerg. Und dank des Uwes habe ich auch noch die weibliche Version davon als Karten. Das wäre Hukla, Tochter des Hogner. Den Zwerg wähle ich aber auch nicht. Den dritten Charakter, den ich auch nicht wähle, ist Miriban Alhorima, tulamidische Magierin. Sicherlich ganz nett, hat einen hohen Wissensanteil, ja, kann eben viele magische Karten spielen, die wird aber auch nicht genommen. Da habe ich auch die männliche Version zu Talian Fuchsfell. Magier wird es bei mir aber auch nicht. Ich nehme hier diese beiden 2 grünen Charaktere und ja,
zeige ich euch einmal, wie die aussehen. Das ist einmal Layariel Wipfelglanz, elfische Kundschafterin. Ihr seht schon, Bogenschütze, das ist natürlich wieder genau mein Charakter. Sehr gut im Wildnisleben, Heimlichkeit und Sinnesschärfe hat sie ganz gut. Ja, und das probieren wir einfach mal aus. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht oft gespielt. Kenne die Karten auch noch nicht so wundervoll gut, aber ich zeige euch trotzdem das Spiel. Das ist die männliche Version, Inaniel Flötenträumer. Muss ich mir gleich mal überlegen, welchen ich davon nehme. Dieses Blatt hier habe ich nur als weibliche Version, aber das ist ja nicht schlimm. Als zweites hätten wir noch Carolan Calavanti. Das ist ein halbelfischer Streuner. Dann sind wir mit zwei Elfen unterwegs. Ich denke, das ist ganz cool. Ja, sind natürlich in ähnlichen Sachen ganz gut. Also Heimlichkeit ist auch sehr gut bei ihm. Körperbeherrschung hat er gut. Dafür ist er im Wildnisleben und Willenskraft nicht sonderlich gut. Aber das können wir ja dann mit Inaniel oder auch Layariel, also die haben Namen, ausgleichen. Weibliche Version ist Ratelia Ricottini. Ja, und jetzt muss ich mir überlegen. Ich denke, ich nehme eine weibliche, eine männliche Version mit. Im Prinzip macht es keinen Unterschied. Die haben das gleiche Kartendeck. Ich finde hier die weibliche Person ganz schön, hier mit diesem Rot. Dann nehmen wir das. Das ist ihr Deck dazu. Das erkennt man hier an diesem Kürzel. HS. HS hat sie hier auch. Na, und das sind halt die verschiedensten Karten, die sie dann im Laufe des Spiels nutzen kann. Genauso wie hier. Nehmen wir dann stattdessen die männliche Version. Inaniel kommt mit uns. EK, das ist sein Kartendeck. Ja, und dann wollen wir mal schauen, wie das funktioniert. Ihr seht, in dem Spiel kommen noch verschiedenste Karten zum Tragen. Eventuell im ersten Szenario noch nicht ganz so viele. Wir spielen hier mit W20 Würfeln für Proben und das sind eben auch noch Würfe, um unsere Kampfstärke zum Beispiel zu erhöhen. Ja, hier haben wir sogenannte Schicksalspunkte, die wir für verschiedenste Aktionen einsetzen können. Ein Startspielermarker, den lege ich mir schon mal raus und die beiden Marker auch. Dann haben wir Lebenspunkteanzeige, die auf der Rückseite diese Sternchen haben. Diese Sternchen sind Abenteuermarker, zeige ich euch gleich, was die zu bedeuten haben. Und dann haben wir noch Zeitmarken. Ja, und so ein Szenario, das erste heißt der Silvanus Befreiung, hat solche blauen Karten, die dann eben genutzt werden. Das zeige ich euch dann gleich. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt hier groß erkläre, fangen wir das Szenario an, indem ich euch die Geschichte vorlese. Ja, ich hoffe, das ist gleich alles einigermaßen erkennbar. Ich schaue mal, wie ich das platztechnisch hier mache. Als erstes werden auf jeden Fall die Heldendecks gemischt. Jeder Spieler darf einmalig gleich Karten tauschen, aber das machen wir. Aber diese Karten brauchen wir erst im Kampf. Das heißt, ich werde gleich erstmal die Geschichte vorlesen, bevor es dann zum ersten Kampf kommt. Ja, ich möchte das nur schon mal gemischt haben. Und jeder fünf Karten hingelegt haben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, 4 Schicksalspunkte, nämlich 2 pro teilnehmendem Spieler, werden in der Tischmitte bereitgelegt. An die kann man dann später gelangen. Außerdem haben wir den Startspielermarker, den habe ich jetzt erstmal Inaniel gegeben. Der wird dann gleich beginnen. Silvanas Befreiung. Havena, im Jahre 993 nach Bosporns Fall. Euer Freund Eirik hat euch herbeigerufen, um ihm bei der Befreiung der schönen Silvana zu helfen, die von heimtückischen Piraten entführt wurde. Die Spuren führen über eine Leiter in eine unterirdische Kelleranlage. Unterdessen fällt Eirik ein, dass er eine dringende Angelegenheit zu erledigen hat und verabschiedet sich eilig, noch bevor ihr dazu gekommen seid, die Tür zum ersten Kellerraum aufzustoßen. Hinter der Tür blickt ihr in das Gesicht eines runzligen, blauhäutigen Kobolds in einem leuchtend gelben Lendenschurz, der sich gerade mit einer Gruppe von Goblins unterhält. Nach einer kurzen Schrecksekunde deutet der Kobold in eure Richtung und ruft den Goblins zu. »Schnappt sie euch!«
Dann macht er sich rasch unsichtbar. Die Goblins schauen sich einen Moment unsicher an und ergreifen dann hastig die Flucht. Schnell setzt sie ihnen nach. Genau, ich habe euch gerade diesen Text vorgelesen. Jetzt folgt dieses Kästchen, wo wir eine Körperbeherrschungsprobe machen sollen, und zwar jeder Held. Würfeln wir eine 1, haben wir einen kritischen Erfolg, dann wird dieser Text für den Helden vorgelesen. Bei einem Erfolg, das kommt dann eben auf die Fähigkeit des Helden an, Körperbeherrschung hat Inaniel zum Beispiel 10, er muss also eine 10 oder drunter werfen, um einen Erfolg zu haben. Rathelia hat bei Körperbeherrschung auch 10, ist also genau derselbe Fall. Dann würden wir diesen hellgrünen Text lesen. Wenn wir einen Misserfolg haben, das heißt 11 oder höher für beide, dann wird der rosane Text gelesen, und bei einer 20, also dem schlechtesten, was man würfeln kann, einem kritischen Misserfolg, kritischen Patzer, wird der rote Text vorgelesen. Dann schauen wir mal, was die beiden werfen. Das sind jetzt im Prinzip die Vorbereitungen für den Kampf in diesem Abenteuer. Fangen wir mal mit Inaniel an. Er braucht also 10 oder weniger. Er hat eine 15, hat also schon mal einen Misserfolg gewürfelt. Mal schauen, was Rathelia würfelt. Sie hat eine 7, also einen Erfolg. Ich werde immer von oben nach unten lesen, was passiert. Rathelia schnappt sich einen Goblin, aber er reißt sich los und rennt davon. Die Leiter hinauf und auf die Straße, wo er in den Nebeln der Unterstadt verschwindet. Ein Goblin weniger, den ihr bekämpfen müsst. Inaniel ist nicht schnell genug und einer der Goblins entkommt. Für jeden Helden, der die Körperbeherrschungsprobe nicht bestanden hat, wird eine Karte Feiger Goblin aus dem Stapel der Schergen herausgesucht und bereitgelegt. Er wird beim folgenden Kampf als zusätzlicher Scherge eingesetzt. Ja, da Inaniel leider einen Misserfolg hatte, müssen wir hier aus diesem Schergendeck, das sind nämlich die Gegner, die uns begegnen können, einen feigen Goblin heraussuchen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Die sind noch nicht so stark, aber der wird gleich zusätzlich zu den normalen Gegnern, die in diesem Abenteuer auftauchen, mit eingesetzt. Ja, dann haben wir jetzt den ersten Teil gemacht, dann lese ich jetzt den weiteren Text vor. Ihr dringt tiefer in die Kelleranlage vor. Der Tumult mit den Goblins scheint die anderen Bewohner aufgeschreckt zu haben, denn ihr begegnet keiner Menschenseele. Ihr findet verlassene Unterkünfte und eine Reihe von Gefängniszellen, die aber leider alle leer sind, wenn man einmal vom zerfallenen Skelett eines unglückseligen Ex-Insassen absieht. Genau, und dann soll ein einzelner Held eine Sinnesschärfeprobe durchführen. Nicht beide. Wir sollen gemeinsam entscheiden, wer das macht. Dann schaue ich ganz einfach mal, wer darin besser ist. Sinnesschärfe hat Inaniel 12 und Rathelia 10. Ja, dann werde ich das wohl mit Inaniel mal probieren. 12 oder weniger. Er hat es geschafft. Ein ganz normaler Erfolg mit der 5. Das heißt, folgender Text kommt zu tragen. Inaniel findet einen Geheimgang. Das wird euch einen Vorteil verschaffen. Beim folgenden Kampf startet jeder Held mit einer Handkarte mehr als üblich in den Kampf. Als Merkhilfe zieht jeder von euch nun eine Karte seines Stapels und legt sie verdeckt vor sich ab. Ja, super. Ich hatte ja eben schon die 5 Handkarten für den Kampf gezogen. Jetzt bekommt jeder noch eine dazu. Die lege ich dann einfach schon mal oben drauf. Und es geht weiter. Ihr durchsucht alles, findet aber keine Spur von Silvana oder ihren Entführern. Allein ein großes Wandgemälde in einem der Räume fällt euch ins Auge. Hinter dem Gemälde könnt ihr leise Geräusche vernehmen, als ob es dahinter noch einen geheimen Raum gäbe, in dem sich die Schurken versteckt halten. Am besten schaut sich einer von euch das mal aus der Nähe an. Okay, eine Probe haben wir noch, und zwar ein einzelner Held führt eine Wissensprobe durch. Dann schauen wir wieder, wer ist besser in Wissen? Inaniel hat nur 8, Rathelia 10, dann versuche ich es mal mit Rathelia 10 oder weniger zu werfen. Sie hat eine 15 und das ist leider ein Misserfolg. Es hilft alles nichts. Ihr müsst euch mit Gewalt durch das Gemälde hindurchhacken. Dadurch büßt ihr natürlich jeden Überraschungsvorteil ein. Beim folgenden Kampf startet jeder Held mit einer Handkarte weniger als üblich in den Kampf. Okay. So kann es natürlich auch laufen. Wir müssen wieder eine Handkarte abgeben, die wir eben dazu gewonnen haben.
Naja, es hätte schlimmer kommen können. Weiter geht's. Unvermittelt steht ihr vor einem bunt zusammengewürfelten Haufen aus Piraten, Orks und vielleicht auch dem einen oder anderen Goblin. Ohne zu zögern gehen sie auf euch los. In den Reihen eurer Feinde könnt ihr den Kobold ausmachen, der mit einem meckernden Lachen in eure Richtung deutet und euch mit seinen Zaubersprüchen das Leben schwer macht. Warum er so bösartig ist, vermögt ihr nicht zu sagen. Ihr wisst nur, dass er von mächtiger Koboldmagie geschützt wird, die jeden eurer Angriffe gegen ihn harmlos verpuffen lässt, solange ihr nicht seinen Namen herausgefunden habt. Um dies zu schaffen, könnt ihr entweder euer Wissen magischer Wesen hervorkramen und wild drauf losraten, oder ihr fordert den Kobold zu einem Gesangsduell heraus. Oder aber ihr versucht, ihn zu bezirzen und Honig ums Maul zu schmieren und so vielleicht dazu zu bekommen, seinen Namen freiwillig herauszurücken. Und in der Zwischenzeit werden euch die anderen Schurken natürlich ebenfalls keine Ruhe lassen. Okay, es geht also um diesen Kobold. Wir müssen irgendwie den Namen des Kobolds herausfinden. Und jetzt steht in diesem weißen Text die Vorbereitungen für den Kampf. Ja, die Karten für Sylvanas Befreiung liegen bereit. Wir haben hier einmal den Kobold, dessen Namen wir noch nicht kennen. Das ist der Anführer. Und der bekommt, das erkennt man hier rechts oben, Lebenspunkte in Zahl der Spieler mal 3. Wir sind 2 Spieler, also bekommt er 6 Lebenspunkte und die lege ich ihm direkt hier drauf. Und dann hat er noch die Besonderheit, er kann erst Leben verlieren, sobald der Name erraten wurde. Den feinen Goblin von eben haben wir leider ja auch schon hier liegen, von diesem blöden Misserfolg. Und dann sagt uns die Vorbereitung, es kommen alle Scherenkarten mit dem Wort Pirat und Ork zum Einsatz. Die suche ich jetzt also aus dem Stapel raus. Man sieht hier oben immer diese Stichworte. Da hätten wir jetzt zum Beispiel schon mal einen Ork, der zum Einsatz kommt. Und so suche ich jetzt alle Piraten und Orks hier raus. Ja, dann haben wir hier diese ganzen Scherenkarten. Die werden natürlich gemischt und in jedem Abenteuer, in jedem Kampf gibt es einen Gefahrenwert und der ist in diesem Fall Heldenanzahl mal 5. Das heißt, wir haben einen Gefahrenwert von 10 und müssen jetzt Gegner aufdecken bis zu diesem Gefahrenwert. Der feige Goblin von eben zählt er ja jetzt leider nicht mit zu, er hätte aber auch nur einen Gefahrenwert von 1, das würde wahrscheinlich eh nicht viel ändern. Der sollte ja zusätzlich zu den Gezogenen genommen werden. Dann hätten wir hier einen Ork-Krieger, der hat schon Gefahrenwert 5. Und einen orkischen Wegelagerer, auch mit Gefahrenwert 5. Das heißt, wir sind jetzt bei Gefahrenwert 10 und decken erstmal keine weiteren Schergen auf. Die werden natürlich auch mit ihrem Leben aufgefüllt. Der hier hat schon 20 Leben und der andere hat 15. Ja, und dann gibt es in jedem Kampf auch noch eine Zeitskala. Da haben wir hier verschiedenste Versionen. Normal, legendär, schwer und einfach. Ich nehme natürlich einfach, weil ich noch nicht so viel Spielerfahrung habe. Und diese Zeitskala gibt uns dann auch an, wie viele Zeitsteine drauf kommen. Nämlich zu Beginn 8 Stück. Und ihr seht hier schon, wenn nur noch 5, 3 oder 1 drauf liegen, passiert etwas. Und bei 0 passiert auch etwas. So, dann lege ich also mal 8 Zeitmarker hier drauf. Dann ist das auch schon mal vorbereitet. Ja, was muss noch gemacht werden? Die Würfel brauchen wir jetzt gerade nicht. Jeder Held hat seine Handkarten hier liegen. Normalerweise würden jetzt zu Beginn des Zuges Karten abgehandelt werden. Wir haben ja aber noch gar keine ausgespielt. Das wird also übersprungen. Dann wird für jeder Kampfrunde werden 2 Karten gezogen. Lege ich den beiden hier oben drauf. Ja, die Spieler hätten jetzt einmalig Zeit, Karten zu tauschen. Das lasse ich jetzt aus. Ich werde die so nehmen, wie sie gerade kommen, da ich ja, sowieso noch kein Experte bin. Mal schauen. Es würden erschöpfte Karten, die man dann eben auf die Seite dreht, wieder bereit gemacht werden. Haben wir aber auch noch keine ausgespielt. Und dann darf man bis zu 2 Karten als Ausdauerkarten spielen. Wir sehen hier oben, na gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, die Karten
kosten etwas, und zwar Ausdauer. Um die Karten also spielen zu können, brauche ich erstmal Ausdauer. Und dazu muss ich Karten, die ich im Moment nicht so unbedingt haben brauche, als Ausdauerkarten hinlegen. Und zwar dann mit der umgedrehten Seite, dann weiß ich, okay, ich habe eine Ausdauer, die ich ausgeben kann, um mir neue Karten zu kaufen. Da muss ich dann natürlich jetzt bei jedem Spieler in Ruhe schauen, was er denn macht. Aber bevor ich damit anfange, wie erraten wir überhaupt den Namen des Kobolds? Das ist ja unsere Aufgabe. Ja, und dazu gibt es diese Karte Namen erraten. Jeder Held kann maximal einmal pro Runde entweder eine Handwerk-, Wissen- oder Überzeugenprobe machen. Hier auf diese Karte kommen Spieleranzahl mal 3, also insgesamt 6 Abenteuermarken drauf. Das seht ihr jetzt nur noch am Rande, da müsst ihr mir jetzt ein bisschen vertrauen. 6 Abenteuermarken, und für jede erfolgreiche Probe wird dann eine Marke entfernt. Wenn alle weg sind, dürfen wir sofort den Kobold umdrehen und dann haben wir seinen Namen erraten. Okay, dann kommen wir jetzt zum Kampf. Ja, das Ziel dieses Abenteuers ist es, alle Gegner zu besiegen. Also nicht nur den Anführer irgendwann, sondern alle Gegner. Und dann wollen wir mal schauen, was der Inanir jetzt so macht. Ja, ich finde es total schwierig. Man muss natürlich erstmal durch die Karten durchblicken. Ich werde jetzt diese Karte als Ausdauerkarte ablegen. Er würde da +2 auf Nahkampf bekommen, da ich mit Inanir aber auf jeden Fall den Fernkampf spezialisieren will. Würde er die ablegen? Er hat vor allen Dingen auch gerade noch keine Nahkampfwaffe, die er sonst spielen könnte. Und am ehesten abgehen, die ist vielleicht auch sehr gut, ist diese Karte. Es gilt dann der Text im Abenteuer, das andere wäre beim Duell. Im Abenteuer würde der Aktionswurf eines Gegners nachträglich um 3 erhöht werden, was uns dann hoffentlich einen Vorteil verschaffen würde. Aber die Karte würde ich am ehesten noch als Ausdauer abgeben. Das heißt, ich habe jetzt hier 2 Ausdauer, die ich gleich spielen kann. Ja, Inanir kann dann direkt weiter agieren, indem er Karten ausspielt. Er wird auf jeden Fall diese Karte ausspielen, die kostet ihn nichts an Ausdauer. Dann hat er zusätzlich zu seiner Fernkampfwaffe, die er sowieso grundsätzlich dabei hat, nämlich ein Wurfmesser. Das wird auch so rumgedreht, dass die Sonderfähigkeit noch zu sehen ist. Das Wurfmesser hat er sowieso. Er holt sich noch eine Magiewaffe dazu, denn er kann in jedem Zug, wenn er es denn bezahlen kann, mit jeder Art von Waffe einmalig angreifen. Das heißt, er könnte mit dem Bogen und mit der Magiewaffe einmalig angreifen, wenn er denn die Ausdauer dazu bezahlen kann. Ja, die Karte spiele ich noch nicht. Die ist auch rot, das seht ihr. Das ist eine einmalig spielbare Karte. Damit kann ich einen Helden heilen. Da wir noch volle Lebenspunkte haben, macht es noch keinen Sinn. Ja, die beiden kann ich mir noch nicht leisten. Und diese hier ist spielbar nach dem Schadenswurf eines Helden, um den Wurf nachträglich um 4 zu erhöhen. Kostet aber 2 Ausdauer. Ich habe bisher nur 2 da liegen. Und diese möchte ich jetzt einmal nutzen, um natürlich möglichst schon mal zu versuchen, den Namen zu erraten. Und hier an dieser kleinen 1 seht ihr, das kostet mich eben eine Ausdauer. Das heißt, ich drehe eine Ausdauer quer und versuche mit Inanir, er kann eine Handwerk-, Wissen- oder Überzeugenprobe machen. Und wir sehen, da ist er dann im Überzeugen mit 12 am besten. Das heißt, er versucht jetzt eine Probe mit 12 oder weniger und hat es geschafft. Das heißt, ein Marker von der Karte Namen erraten kommt schon mal aus dem Spiel. Diese Aktion kann er leider nur einmal pro Runde machen. Jetzt hat er dort noch eine Ausdauer liegen, kann die für diese Karte nicht nutzen, aber er kann natürlich schon mal angreifen. Wir schauen uns die Waffen an. Er hat jetzt hier sein Wurfmesser, das kostet eine Ausdauer, da ist immer so eine kleine 1 davor. Dann würde er die Karte erschöpfen müssen, genauso wie hier beim Frigifaxius bei dem Zauber, das ist ja ein Magieangriff, mit 1W6 bei beiden. Unterschied ist nur,
In Magie hat Inanil 9, in Fernkampf 12. Das heißt, er ist natürlich in Fernkampf besser und ich versuche dementsprechend eine Ausdauer auszugeben, um mit seiner Grundausstattung, dem Wurfmesser, anzugreifen. Das heißt, ich erschöpfe diese Karte und greife einen Gegner an. Ich muss vorher sagen, welchen. Und ich versuche erstmal diesen Kleinen hier loszuwerden, der am wenigsten Lebenspunkte hat. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich muss zunächst eine Angriffprobe durchführen. Ja, das heißt, Angriffprobe, ich muss erstmal überhaupt gucken, ob ich denn angreifen kann. Ich muss also eine Probe auf Fernkampf ablegen, brauche 12 oder weniger. Das ist leider eine 17, das heißt, die Karte ist erschöpft, ich kann den Angriff einfach schon nicht durchführen. Das heißt, der Angriff ist ohne Wirkung. Und damit beendet Inanil seinen Zug. Er hat nämlich keine Ausdauer mehr zu spielen. Ja, und dann ist auch schon Rathelia dran. Sie schaut sich ihre Karten an und kann dann bis zu 2 wieder als Ausdauer nutzen. Es ist super schwer, sich da Karten auszusuchen, die man denkt, nicht brauchen zu müssen. Hier diese Karte bedeutet im Abenteuer, es wird ein Gegner benannt, im nächsten Zug die Ziele bestimmen. Das heißt, es wird ja aber trotzdem auf jeden Fall jemand angegriffen. Die Karte werde ich erstmal als Ausdauer spielen. Dann haben wir hier eine super Fernkampfwaffe. Wir haben eine super Nahkampfwaffe. Und in Nahkampf ist Rathelia halt auch wirklich gut. Sie hat schon ein Messer bei sich mit 1W6. Dieses Langschwert hätte 1W6+4, würde also durchaus auch mehr Schaden machen. Ja, und deswegen will ich die ungern abgeben. So eine Fernkampfwaffe ist natürlich aber auch richtig gut. Oh, ich muss mich jetzt entscheiden. Ich denke, ich werde das Waffengift noch abgeben. Ist zwar auch sehr gut. Man könnte eine Waffe eines Helden auswählen, die immer einen Schaden mehr verursacht. Oh, es ist richtig gut. Vor allen Dingen ist sie auch gut zu bezahlen. Aber ich möchte die anderen Karten behalten. Ja, bevor ich jetzt überlege, welche Karte ich spiele, möchte ich definitiv auch nochmal versuchen, den Namen zu erraten. Rathelia muss also eine Ausdauer erschöpfen und kann genau wie Inanil dann eine Handwerkwissen oder Überzeugenprobe machen. Ja, sie ist in Handwerk 10, Überzeugen 14. Sie ist in Überzeugen am allerbesten und muss also 14 oder weniger würfeln. Das ist ein kritischer Erfolg. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bedeutet das im Abenteuer, Rathelia darf noch eine Karte ziehen. Ich hoffe, dass der Uwe zuschaut. Der ist nämlich, glaube ich, Experte in diesem Spiel. Und falls ich hier was falsch mache, berichtige mich bitte. Also, sie hat es auf jeden Fall geschafft. Es kommt ein Marker vom Namen erraten wieder weg. Das ist schon mal sehr gut. Und dann schaue ich mal, die Karten kann ich mir nicht leisten. Ich hätte nur 3 einmalige Karten, die ich mir leisten könnte. Ja, das bedeutet, einer zieht 2 Karten und eine misslungene Angriffsprobe wird wiederholt. Ein Ausweichwurf wird verbessert. Möchte ich alles nicht spielen. Ich möchte auch mit ihrer schon ausgestatteten Waffe, dem Messer, angreifen. Das heißt, ich muss eine Nahkampfprobe machen. Möchte dieses Ziel wieder angreifen. Brauche 12 oder weniger. Eine 12, gerade so, sie darf diesen Angriff durchführen. Die Karte ist dann natürlich erschöpft. Sie darf dann mit einem W6 angreifen. Also einem ganz normalen Würfel. Der Gegner dürfte jetzt vorher versuchen auszuweichen. Das ist dieser Wert hier. Da hier aber ein Strich ist, das ist ein feiger Goblin, der ist nicht so stark, kann der nicht ausweichen. Also würfel ich mit dem 1W6. Das ist eine 6, das Auge bedeutet immer, ja, sehr gut, die höchste Zahl. Jetzt müssten wir davon noch die Rüstung abziehen des Gegners, aber auch da hat der feige Goblin gar nichts. Also ziehen wir ihm 6 Schaden ab. Ja, und da der Goblin nur 5 Leben hat, ist er tot. Alle Schergen außer des Anführers, ja, wir werden ganz einfach wieder in dieses Deck eingemischt und könnten im schlimmsten Fall
neu gezogen werden. Wir sind natürlich jetzt erstmal nur einen kleinen Gegner losgeworden, aber es ist auch ein Gegner weniger, der uns gleich angreifen kann. Ja, um diese Waffe zu benutzen, musste ich natürlich noch die zweite Ausdauer bezahlen. Damit sind die Helden mit ihren Zügen durch. Und jetzt werden die Gegner von links nach rechts angreifen. Wir sehen, wie viele Aktionen die machen. Der Kobold macht Aktionen in Zahl der Spieler. Das heißt, er würfelt zweimal mit einem W20 und dann sehen wir auf der Karte, welche Auswirkungen das hat. Umso höher, umso besser für uns. Mal schauen. Eine 15. Dort steht nichts. Er lacht einfach hämisch. Gut, dann noch die zweite Aktion für ihn. Eine 8, das bedeutet Waffe erhitzen. Der Held mit den meisten Schicksalspunkten muss eine seiner ausgespielten Waffen zurück auf die Hand nehmen oder verliert 2W6 an Schaden. Hat er keine Waffe, passiert nichts. Ja, und was ich jetzt natürlich vergessen hatte, Rathelia hatte gerade eben den kleinen Schergen besiegt und bekommt dafür einen Schicksalspunkt. Das heißt, sie ist jetzt diejenige mit den meisten Schicksalspunkten und müsste jetzt eine ausgespielte Waffe zurück auf die Hand nehmen oder Schaden kassieren. Da sie noch keine Waffe ausgespielt hat, die wir benutzt haben, ist ja auch schon auf ihrem Charakter zu sehen, passiert nichts, steht da eindeutig. Und was ich jetzt auch nochmal nachgelesen habe, da Inanie Startspieler war, bekam Rathelia am Anfang auch noch einen Schicksalspunkt. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, dass ich das im Abenteuer auch so nutzen kann und nicht nur in den Duellregeln. Ja, wozu sind diese Schicksalspunkte eigentlich gut? Die können abgelegt werden, um entweder eine Karte zu ziehen von seinem Deck oder um ja, eine weitere Ausdauer einmalig zu erhalten oder um einen Angriffswurf zu wiederholen. Es war jetzt noch nicht nötig, Rathelia hat den Schergen so besiegt, aber wir machen weiter mit den Gegnern. Beide davon, das sage ich euch jetzt einfach, haben eine Aktion. Und dann schauen wir mal, was die machen. Einmal der Orkkrieger hat eine 17, es passiert nichts, er wirbelt seinen Zweihandhammer durch die Luft. Ja gut, der gibt ein bisschen an. Dann schauen wir mal, was der orkische Wegelagerer macht. Er hat eine 13, es passiert auch nichts, er brüllt einen Orkfluch. Ja, ich würde sagen, Gegner, ihr werdet irgendwann aufhören zu fluchen und zu schreien und eure Waffen zu schwenken. Ich werde euch killen. Wenn ihr mich nicht killt, dann komme ich euch zuvor. Ja, und dann ist der Zug vorbei. Das bedeutet, eine Zeitmarke wird von dieser Karte runtergemacht. Bei 7 passiert aber noch nichts. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Beginn des Zuges, Karten haben die beiden nicht. Es steht nirgendwo etwas drauf. Ja, zuvor muss ich noch sagen, die haben ein Handkartenlimit von 7, die haben aber jeder weniger als 7, das heißt, da passiert nichts. Dann müssen die beiden zwei Karten vom Stapel ziehen und die erschöpften Karten wieder bereit machen. Dazu zählt auch die Ausdauer, die beiden schon ausgespielt haben. Dann ist jetzt Rathelia Startspielerin und kann bis zu zwei Karten als Ausdauer wieder ausspielen. Ja, und die gerade neu gezogenen Karten fand ich für Rathelia weniger gut. Sie hat also zwei wieder als Ausdauer hingelegt und wird mit einer direkt wieder versuchen, den Namen zu erraten und macht dazu wieder eine Überzeugenprobe. Braucht 14 oder weniger. Eine 3, das hat gut geklappt. Es kommt wieder ein Marker von der Karte runter. Jetzt kann Rathelia noch 3 Ausdauer nutzen. Ja, und da sie gerne noch angreifen möchte, wird sie diese Dreierkarte noch nicht spielen, denn dann hätte sie keine Ausdauer mehr. Ja, deswegen versucht sie wieder mit ihrer Waffe und einer Ausdauer anzugreifen. Das heißt, sie muss wieder eine Probe auf Nahkampf machen. Da hat sie 12, sie braucht also 12 oder weniger und möchte natürlich hier, wen will sie denn besiegen? Den schwächeren orkischen Wegelagerer angreifen. Das ist wieder ein kritischer Erfolg, das heißt, sie darf eine weitere Karte ziehen, das ist sehr gut und darf natürlich die Angriffsprobe durchführen. Auch der orkische Wegelager hat einen Strich beim Ausweichen, er kann also nicht ausweichen. Ja, das Messer verursacht wieder 1W6 Schaden
Das ist eine 2 und das ist natürlich richtig blöd jetzt gelaufen, denn der orkische Wegelagerer hat 3 Rüstungen. Wir sollten vielleicht den mit einer stärkeren Waffe angreifen, denn wir müssten ja da mindestens eine 4 werfen, um ihm wenigstens ein Leben abzuziehen. Okay, nicht so schlimm, das merken wir uns. Die Waffe ist jetzt erstmal verbraucht. Beziehungsweise, nee, das kann ich nur für die Probe benutzen. Ja, wir haben jetzt einfach noch 2 Ausdauer ungenutzt da liegen. Ich werde also einmal den Beutezug für eine Ausdauer spielen und das bedeutet, die wird direkt ausgeführt. Ein Spieler deiner Wahl zieht 2 Karten. Die kommt dann auf den Ablagestapel. Ja, Rathelia hat schon. Ich habe im Moment beide 6 Karten auf der Hand. Ich gucke jetzt mal, ob Rathelia noch was zieht, was sie diese Runde vielleicht noch ausspielen kann. Nein, es ist leider alles zu teuer. Und die 1er-Karten hier bringen ihr in diesem Moment nichts. Das heißt, ihr Zug ist vorbei. Sie könnte natürlich noch Schicksalspunkte ausgeben. Ja, das macht sie. Sie gibt beide Schicksalspunkte aus. Auch da die Frage an Uwe, darf ich in einer Runde beide auf einmal ausgeben, um 2 Ausdauer dazu zu gewinnen? Ich spiele das jetzt mal so. Dann hat sie nämlich noch 3 Ausdauer mit den Punkten dazu gewonnen. Und dann kann sie noch solch eine Karte spielen. Sie kann entweder ihren Nahkampf verbessern oder ihre Rüstung. Oder den Fernkampf verbessern. Ja, da gleich die Gegner angreifen werden, werde ich mir mal eine Rüstung anlegen. Die hat Rüstungsschutz 2 und muss ich dann verbrauchen, wenn ich mich mit dieser Karte schützen möchte. Ich kann sie auch komplett verbrauchen, nämlich ablegen, wenn ich den Schaden auch noch um weitere 3 dann reduzieren möchte. Aber da warte ich dann erstmal ab, was passiert. Ja, dann ist Inani wieder an der Reihe. Dann werde ich jetzt wieder überlegen, welche Karten legt er als Ausdauer ab. Okay, ich weiß wieder nicht, ob es die weiseste Entscheidung war. Ich habe 2 abgelegt. Eine wird direkt wieder genutzt, um den Namen zu erraten. Das heißt, Inani macht wieder eine Überzeugenprobe, braucht 12 oder weniger. Hat eine 5, es heißt, ein Marker kommt weg. Wir haben nur noch 2 Marker auf der Karte. So, und dann überlegt er sich, ob er noch Karten spielt. Die 5er kann er sich noch nicht leisten. Ja, und er möchte am liebsten gleich natürlich auch noch angreifen. Er überlegt jetzt, ob er sich erstmal aufrüstet, damit er im nächsten Zug besser angreifen kann. Nee, er spielt diese Karte. Die Armatrutz kostet uns 2 Ausdauer. Um sie zu benutzen, müssen wir dann einen Ausdauer noch ausgeben und eine Magieprobe machen. Und bis zum Beginn des nächsten Zuges werden die Angriffe um 2 reduziert. Ne? Also das ist im Prinzip auch sowas wie eine magische Rüstung. Die haben wir jetzt erstmal ausgespielt, noch nicht aktiviert. Denn mit dieser letzten Ausdauer möchte ich dann doch erstmal noch einen Angriff versuchen. Natürlich mit Fernkampf. Wir machen eine Fernkampfprobe, 12 oder weniger. Es hat geklappt, wir dürfen angreifen, wieder hier diesen Wegelagerer. Ja, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil wir im Fernkampf auch noch nicht so stark sind. Ich versuche es trotzdem, er kann nicht ausweichen, dann würfel ich mit 1W6. Habe eine 4, er hat 3 Rüstungen, das heißt, ich ziehe ihm wenigstens ein Leben ab. Okay, ja, das war's dann erstmal wieder. Dann haben die beiden ihre Ausdauer komplett aufgebraucht und die Gegner sind dran. Hätten wir jetzt noch Karten, wo drauf steht Ende des Zuges, es hat irgendeine Auswirkung, müssten wir die jetzt noch ausführen. Davon hat aber keiner Karten hier liegen. Und wir müssen auf ein Handkartenlimit von 7 reduzieren, aber das ist bei beiden nicht der Fall. Beide haben 7 oder weniger Karten. Das heißt, die Gegner greifen an, wieder von links nach rechts. Der Kobold hat 2 Aktionen. Eine 20, hier ist ein totaler Misserfolg. Der lacht wieder hämisch. Und dann nochmal 19, genau das gleiche. Der hält sich am Lachen. Also okay.
Dann der orkische Krieger hat eine Aktion, eine 10. Es passiert nichts. Wirbelt seinen Zweihandhammer durch die Luft. Haben wir gerade noch mal Glück gehabt, bei einer 9 hätte er angegriffen. Und der Wegelagerer hat eine 8. Er greift an. Und zwar einen Helden nach Wahl der Helden. Der erhält 1W6 plus 2 Schaden. Dann wähle ich hier die Rathelia aus. Die hat wenigstens 2 Rüstungen. Die wird sie also umsonst, dazu muss sie keine weitere Ausdauer aufgeben, nutzen. Wir schauen aber erstmal, was der Gegner würfelt. Er hat also 1W6 plus 2 Schaden. Er würfelt eine 1 plus 2. Die plus 2 werden durch die Rüstung aufgehoben. Das heißt, Rathelia bekommt noch einen Schaden. Ja, das ist jetzt das andere Bild von der männlichen Variante. Wir sind jetzt noch bei 39. Das ist aber okay, die Gegner sind wieder durch und wir sind wieder dran. Der Startspieler Maika geht an Inaniel. Beide haben noch fast volles Leben, das ist total gut. Ja, und dann ist Inaniel wieder dran, beziehungsweise beide machen es ja wieder gleichzeitig. Wir haben keine zu Beginn des Zuges Karten, die irgendwas auswirken. Jeder zieht 2 Karten vom Stapel und dann werden erschöpfte Karten wieder bereit gemacht. Ja, die von Inaniel war ja erschöpft, er hat mit dem Bogen angegriffen. Aber die wird jetzt eh wieder bereit gemacht und auch die 4 Ausdauer. Und dann schaut er wieder, ob er 2 Karten wieder als Ausdauer ausspielt. Was ich gerade noch vergessen habe, hier wird natürlich noch eine Zeitmarke abgelegt, aber bei 6 passiert immer noch nichts. Ja, in diesem Zug wird Inaniel nur eine weitere Karte als Ausdauer dorthin legen. Er wird eine wieder verbrauchen, um zu versuchen, den Namen zu erraten. Dann machen wir eine Überzeugungsprobe, 12 oder weniger. Ah, leider eine 14, das hat leider nicht funktioniert. Er kann es nur einmal pro Runde ausprobieren. Dann schauen wir mal, was er noch spielt. Und zwar wird er ja für den Angriff gleich hier die Anatomie anlegen. Der Held bekommt plus 3 auf Fernkampf und das ist ganz nett gemacht. Das legen wir jetzt hinter diese Heldenkarte und dann sehen wir direkt, wir haben jetzt nicht 12, sondern plus 3 noch dazu, also 15 auf Fernkampf. Also sind die Proben, die man jetzt macht, einfacher. Ja, dafür haben wir 3 Ausdauer ausgegeben und dann werde ich mit der letzten Ausdauer nochmal versuchen, einmal anzugreifen. Und zwar mit dem Bogen, wir machen also eine Fernkampfprobe, um diesen Gegner wieder anzugreifen. Macht das Sinn? Ja, wir versuchen es einfach. 15 oder weniger braucht er jetzt. Er hat einen kritischen Erfolg, darf sogar eine Karte ziehen und darf den Gegner angreifen. Der kann nicht ausweichen. Wir haben 1W6. Ja, leider nur eine 1. Die wird durch die Rüstung geblockt, aber ich denke, ein Versuch war es wert. Ja, Rathelia ist natürlich auch noch dran. Sie erfrischt wieder all ihre Karten, die sie genutzt hatte und darf auch wieder bis zu 2 Ausdauer hinzufügen. Dann schauen wir mal. Ich glaube, die werde ich eher weniger spielen, die ist mir zu teuer. Sie möchte unbedingt noch diese bessere Nahkampfwaffe bekommen. Wenn ich die noch spiele, sie spezialisiert sich jetzt auf den Nahkampf definitiv. Das heißt, sie hat jetzt 6 Dauer, die sie ausgeben kann, versucht wieder einmal den Namen zu erraten mit Überzeugen, 14 oder weniger. Hat eine 18, hat leider nicht funktioniert. Schade Schokolade. Dann schauen wir mal, was wir noch für Karten spielen. Ja, sie möchte sich jetzt auf jeden Fall noch eine bessere Nahkampfwaffe kaufen, als sie sowieso schon hat. Das heißt, sie muss 4 Ausdauer dafür bezahlen. Und dann ja, wird sie auch damit direkt versuchen anzugreifen. Natürlich wieder den orkischen Wegelagerer. Sie macht eine Nahkampfprobe, braucht 12 oder weniger. Hat eine 9, darf ihn also angreifen. Der Gegner kann nicht ausweichen. Und jetzt macht sie 1W6 plus 4 Schaden. Das ist eine 6, das ist richtig gut. Das heißt, sie würde 10 Schaden machen, müssen natürlich die Rüstung subtrahieren. Sie macht 7 Schaden. Besser hätte es nicht laufen können. Richtig, richtig gut. Die Waffe ist dadurch natürlich verbraucht. Ja, und dann sind die Gegner leider schon wieder dran.
Die haben beide weniger als 7 Karten, das ist in Ordnung. Ja, dann sind die Gegner dran. Erstmal der Kobold mit 2 Aktionen. Eine 16. Er lacht immer weiter. Er findet das Ganze anscheinend super witzig. Vollidiot. Und eine 18. Es ist immer noch witzig. Der Orkkrieger macht eine Aktion. Eine 3 bedeutet, ein Held unserer Wahl erhält 1W6+3 Schaden. Ich wähle wieder Rathelia, weil sie eben hier noch diese Rüstung hat. Der Gegner würfelt mit einem W6. Eine 5 und plus 3. Das heißt, er würde 8 Schaden machen. Rathelia nutzt auf jeden Fall ihre Rüstung und bekommt aber leider noch 6 Schaden. Ist dann nur noch bei 33. Wir müssen vielleicht gleich mal an unsere Heilkarten denken. Der orkische Wegelagerer ist noch dran. Er hat eine 6, das ist auch doof. Er greift auch an und zwar mit 1W6+2. Ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall mal den Inaniel wählen. Der hat zwar keine Rüstung, aber er hat auch noch gar kein Leben abgezogen. Wir würfeln für den Gegner. 4, das heißt, Inaniel bekommt leider auch 6 Schaden. Na, so kann es laufen. Okay, dann sind die Gegner wieder durch. Wir müssen wieder eine Zeitmarke runtersetzen. Und dann steht da, bei Zeitmarken 5 Stück, die jetzt noch drauf liegen, zieht einen weiteren Schergen vom Stapel und legt ihn rechts an die Gegnerreihe an. Ja, das ist nämlich das Tolle an diesem Spiel. Man denkt, ach ja, ich habe einen Gegner besiegt, der nächste ist schon ziemlich schwach, aber nee. Da kommen jetzt alle 2 Runden neue Gegner dazu. Wir sollten also möglichst schnell den Namen des Kobolds erraten, damit der schon mal weg ist. Wir haben einen Taira-Schamanen gezogen. Der würde sogar noch seine Mitstreiter beeinflussen. Wenn Gegner mit dem Schlagwort Ork rechts und links von dieser Karte legen, werden die Ergebnisse von deren Aktionswürfen um 2 gesenkt. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, dieser Ork ist jetzt noch ein bisschen stärker. Den sollten wir möglichst gleich ausschalten. Ja, dann liegt natürlich der andere Ork daneben. Aber ja, das ist jetzt erstmal so. Und dieser gute Typ bekommt 15 Leben.